In den letzten Videos haben wir uns mit verbindungsorientierter Kommunikation auf der Basis von TCP/IP beschäftigt. In diesem Video geht es jetzt darum, dass wir verbindungslose Kommunikation machen auf der Basis von UDP. Das wäre also die zweite Alternative zu den TCP-Sockets, die Sie schon kennengelernt haben. Also jetzt machen wir keine Verbindung mehr auf, sondern wir verschicken Datenpakete und das sind sogenannte Datagramme. Also nochmal zur Erinnerung, wo sind wir? Wir sind jetzt, haben wir in den letzten Videos die IP-Schicht gesehen vom ISO-OSI-Stack mit Internetadressen. Da haben wir vor allem mit Version 4 vom IP-Protokoll gearbeitet. Und dann habe ich Ihnen in den letzten zwei Videos gezeigt, wie man mit TCP-Sockets arbeitet. Das waren Client-Server-Systeme, also Sie hatten tatsächlich unterschiedliche Sorten von Sockets, ein Server-Socket, mit dem sich dann ein Client-Socket verbinden konnte. Und damit haben wir zwangsläufig eine Client-Server-Architektur. UDP, also als Alternative zu TCP, arbeitet jetzt anders. Da sind beide Kommunikationspartner gleichberechtigt. Und das sehen Sie wunderschön auch im API. Und das möchte ich Ihnen auch gleich anhand von einem kleinen IntelliJ-Beispiel vorspielen. So, also Peer-to-Peer-Architekturen kann ich mit UDP-Sockets bauen. Was ist Peer-to-Peer? Erstens, Sie haben keine klare Rollenverteilung mehr, kein Client, kein Server, sondern beide Prozesse sind gleichberechtigt. Und jeder Prozess kann sowohl Client wie Server sein. Jeder kann jedem irgendwann irgendwie eine Nachricht schicken. Und das ist jetzt hier mal unten in der Grafik dargestellt. Also ich habe irgendwelche Rechner und die schicken sich halt gegenseitig asynchron immer mal wieder eine Nachricht. Und wer wem eine Nachricht schickt, entscheidet dann sozusagen jeder selber und man kann auch Broadcasts und solche Sachen verschicken. Und deswegen haben wir dann Architekturen, die ohne zentralen Server auskommen. Bei Client-Server-Systemen haben Sie das Problem, wenn der Server ausfällt, ist das System kaputt. Bei Peer-to-Peer-Architekturen, die können Sie sozusagen ausfallsicher bauen und Sie können Last eventuell geschickter verteilen mit Peer-to-Peer-Architekturen. Beispiele dafür, also früher gab es ganz viele Lösungen mit so quasi Peer-to-Peer oder echter Peer-to-Peer. Also manchmal war noch so ein kleiner zentraler Server dabei. Das waren so die ganzen MP3-Cloud-Portale, Napster, eDonkey und so weiter. Sie haben Skype als Peer-to-Peer-Netzwerk, wo manchmal so hauchdünner Server da drin ist. Und auch Bitcoin ist eigentlich ein klassisches Peer-to-Peer-Netzwerk, weil sie ja keinen den Knaller Bitcoin-Server haben, der irgendwie weltweit alle Bitcoins verwaltet, sondern der Witz bei Blockchains und Bitcoins besteht ja gerade darin, dass das ein verteiltes Peer-to-Peer-Netzwerk ist, wo jeder sich anschließen kann, wenn er möchte. Also, und damit, um das zu bauen, das können wir bauen mit paketorientierter Kommunikation. Also wir haben keine Verbindung zwischen den Prozessen, wie es noch bei den Sockets in den letzten Videos der Fall war, sondern die Clients verschicken untereinander Datenpakete. Das zeige ich Ihnen gleich im Source Code, also sogenannte Datagramme. Und die Kommunikation ist diesmal, wie schon mehrfach erwähnt, symmetrisch. Also es gibt keinen Client, keinen Server, sondern jeder kann zu jedem Zeitpunkt eine Nachricht schicken. Und die Kommunikation ist wie bei TCP auch bidirektional. Jeder kann jedem zu jedem Zeitpunkt irgendwas schicken. So, und bevor ich Ihnen jetzt hier wieder einen Folienfilm zeige, zeige ich Ihnen das jetzt am Beispiel meines Source Codes. Ich habe hier mal eine Klasse vorbereitet, einen Datetime-Sender. Ich habe mir überlegt, also der, auch das ist so ein, also die Idee stammt, glaube ich, auch von Kai Horstmann, ist so ein Server, der läuft jetzt in der Endlosschleife durch und schickt alle 5 Sekunden einfach die aktuelle Zeit in der Gegend herum. Und das wollen wir jetzt mal mit UDP machen. Das heißt, was brauchen wir für UDP? Wir brauchen diesmal keinen Server-Socket, sondern die Dinger nennen sich Datagram-Socket. Sie sehen, auch das Ding kommt aus dem Paket java.net, ist also eigentlich auch schon seit der Erbauung von Java mit drin. Also auch also eine der ältesten Klassen, die es in Java gibt. Socket Peer nenne ich das mal. Peer ist, glaube ich, ein guter Name. Peer gleich New Data Gram Socket. So, und jetzt müssen wir dem einen Port geben. Ich mache das jetzt mal mit einem sozusagen Magic Number. Ich sage jetzt mal 1025 zum Beispiel. Gerade waren wir bei 1024. So, das ist jetzt ein Socket. Und was kann ich jetzt mit dem Socket anstellen? Peer, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, was der anbietet.
Also schauen wir uns mal an, was Peer leisten kann. Also es war ja die Rede davon, dass die Kommunikation paketorientiert ist und ich kann gleichberechtigt senden oder empfangen. Da würde ich natürlich dann genau zwei Methoden erwarten, nämlich irgendeine Methode zum Versenden von Sachen, die sehen Sie hier, Send, und der kriegt ein Datenpaket übergeben, also Datagram Packet, und ich habe eine Methode Receive, da kann ich Daten empfangen. Und damit haben wir diese symmetrische Kommunikation abgebildet. So, also was will ich tun? Ich will erstmal brauche ich ein, also wenn ich schon was versenden will, brauche ich ein Datenpaket, mit dem ich was versenden kann. Das heißt, ich würde jetzt ein Datenpaket fertig machen, wo ich die Uhrzeit reinstopfen kann. Schauen wir uns das mal an. Datagram Packet. Wie gesagt, auch da wieder natürlich im Java.NET-Paket. Time Packet ist gleich New Datagram Packet. Wir mal, was das die Parameter angibt. Genau. So, jetzt können wir uns überlegen, was muss der wissen? Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir uns die Konstruktorparameter mal anschauen, braucht der einen Byte-Buffer, wo die Daten rein sollen. Und wir müssen ihm mitteilen, wie lang die Nettodaten tatsächlich sind. Das sind so die ersten beiden Parameter, Buff und Offset. Und dann, wenn ich ein Paket mache, also stellen Sie sich vor, Sie bringen ein Paket zur Post, erwartet der Postillion von Ihnen ja auch, dass Sie da eine Anschrift drauf tun. Und das sind die zweiten zwei Parameter, nämlich INET-Address und der Port. Das heißt, jetzt machen wir mal die zweiten zwei Adressen fertig erstmal. Das heißt, ich nehme hier die INET-Address und dann nehme ich, da ich hier komplett auf dem Localhost arbeite, nehme ich hier einen Localhost. Und wenn Sie jetzt das mal anschauen, ich bin hier auf Port 1025. Ich kann jetzt natürlich, da ich auf derselben Maschine bin, nicht meinen Empfänger auch auf Port 1025 tun. Deswegen nehme ich da mal 1026 als Port. So, jetzt haben wir die zwei Parameter schon mal drin. Jetzt müssen wir dem noch ein Datenpaket mitgeben. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie die Daten erfinden, die er senden soll. Dazu nehme ich jetzt mal die aktuelle Uhrzeit. Local Date Time. Time ist gleich New. Nee, nicht New. Local Daytime.now. Also aktuelle Uhrzeit. String Time String gleich Time.toString. Machen wir es ganz einfach. Also es geht hier nicht um die Formatierung von Datumsangaben. Also machen wir jetzt hier mal so eine Sparsendung. Und diesen Time String, den versenden wir jetzt. Jetzt müssen wir aus dem Time String ein Byte Array machen. Das heißt, das geht ganz einfach. Den kann ich einfach fragen, get bytes. Und ich kann das Ding nach seiner Länge fragen. Time String.length. So, und jetzt layouten wir das mal ein bisschen schöner. Jetzt haben wir hier ein Datagramm-Packet erzeugt. Und das Ding können wir jetzt über den Datagram-Socket verschicken. Das heißt, das schreiben wir gleich in die nächste Zeile. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, peer.send und dann schicke ich das Time. Packet in der Time Packet in der Gegend herum. So. Dann muss ich natürlich mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Das heißt, wir versuchen das jetzt auszuführen. Jetzt müssen wir da noch ein paar Fehlermeldungen behandeln. Das heißt, das sind wahrscheinlich alles Exceptions, also Unknown Host und so weiter. Das heißt, ich mache es mir hier wieder einfach und mache einfach ein Try-Catch drumherum. Try-Catch. Ich habe hier schon so einen Logger vorbereitet, dass wir hier vom Textteil nicht einen übergebraten kriegen. Logger servier e.getMessage e. So, dann kann auch ein Stacktrace printen. Und wir machen es gleich so, dass wir eine gescheite Ressourcenverwaltung machen. Das heißt, ich packe den Datagram Socket mal hier oben rein. Der ist auch autoclosable, sodass wir auch mit den Ressourcen rechtzeitig sauber umgehen können. So, was wir jetzt haben, ist einen ersten, sagen wir mal, Prozess, der ein einsames Datenpaket in die Welt hinausschießt. Sagt, sende das und es passt.
So, probieren wir mal aus, wenn wir den jetzt starten, was passiert. Der übersetzt ja noch. So, Starting Daytime Service schickt er und dann hat er die Zeit losgeschickt und die Daten verhallen ungehört im Universum. Sie sehen hier, das ist eine Fire-and-Forget-Mechanik, konnte man hier sehr schön darstellen. Also der schießt das Paket ins Universum, aber das ist ihm völlig wurscht, dass der Empfänger bisher gar nicht programmiert wurde. Der schickt das Paket einfach los und dann ist es weg. So, also dann ist es weg. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist ein Empfänger. Und damit das Paket nicht ungehört im Universum verhallt, sondern empfangen wird. So, also hier habe ich auch wieder einen Receiver vorbereitet. Also auch nur eine Main-Methode, sonst hat er nichts. Und jetzt bauen wir sozusagen die Gegenstelle. Also jetzt bauen wir ein zweites Peer auf, das die Daten empfängt. Wichtig an der Stelle, das Peer muss auf Port 1026 sein und es muss auf meinem Localhost laufen. Was es ja tut, wenn ich beide Programme hier im IntelliJ laufen lasse. Also wieder das gleiche Spielchen wie gerade. Datagram Socket. Peer ist gleich new. Datagram Socket. Mein Port 1026 diesmal. Fehlerbehandlung machen wir gleich wieder mit Automatik. Was ich jetzt machen muss, ist, deswegen programmiere ich es hier zu Fuß. Jetzt muss ich dem so eine Art Buffer spendieren, dass er das Paket empfangen kann. Das ist in meinen Augen ein bisschen seltsam gelöst in dem Interface hier. Gibt sicher guten Grund, den weiß ich aber nicht. Ich programmiere es hier einfach mal. Datagram Packet. Jetzt muss ich nämlich ein Paket vorbereiten. From Service nenne ich den mal. Dass klar ist, dass das Ding nicht hier selber ist. Ich will das gleich New Datagram Packet. So, das Spannende ist jetzt hier, jetzt muss ich hier tatsächlich aus irgendwelchen Gründen ein leeres Datagramm-Paket erzeugen mit einem Buffer drin und wo dann der Server, also der Datagram Socket, das Ergebnis reinschreiben kann. Also, falls Sie da eine bessere Lösung finden, wäre ich für Input sehr dankbar. Jetzt machen wir es mal so, wie das in den Tutorials immer gemacht wird. Also, ich sehe hier einen Puffer vor: Byte Buffer gleich New. Byte, wir machen den mal 256 Byte lang. Also irgendeine Zweierpotenz ist immer gut. Das mache ich hier noch. Achso, genau, Buffer. So, jetzt kann ich dir nämlich hier diesen Buffer mitgeben. Buffer und Buffer.length. So, jetzt kann er sozusagen was reinschreiben in seinen Puffer. Und jetzt, Sie sehen hier auch, das Datagram Packet hat jetzt hier keine Internetadresse und keinen Port, weil, wie gesagt, die Daten befülle ich jetzt ja von außen. Und das Receiven funktioniert jetzt so, dass ich den jetzt hier sage Receive und dann kriegt er hier dieses Packet from Service übergeben. Und in from Service stecken dann die ganzen Informationen drin. Ich mache hier mal eine Log-Ausgabe kurz. Logger.info. From service.get. So, blöderweise rückt dieses GetData, rückt, vielleicht können wir es mal sichtbar machen. Das GetData rückt jetzt hier leider, SetData, GetData rückt leider ein Byte-Array heraus. Na klar, die haben wir hier ein Byte-Array auch reingesteckt als Data. Also müssen wir das noch schnell in einen String übersetzen. New String, ich brauche mal ein dünnes Brett. Also vielleicht können wir noch einfach die ToString-Methode aufrufen. Das aber spielt ja keine Rolle jetzt. Also es geht ja hier nur um die Demo. So, jetzt haben wir den dazu gekriegt, dass er ein Paket empfängt. Wie gesagt, ich habe ihm hier so ein Pufferpaket aufgemacht und in das schreibt jetzt der Receiver die Daten rein. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Try-Catch drumherum, dass wir Ressourcenmanagement richtig hinkriegen und dass wir sozusagen die Fehlerfälle richtig erwischen. Hier wieder gescheites Ressourcenmanagement mit dem Java 7 Try-Catch. Und dann brauchen wir die Zeile nicht mehr. Und dann braucht man noch eine gescheite Exception-Verarbeitung. Auch da machen wir es uns jetzt erstmal wieder leicht. Servier e.get message, e.
So, jetzt ist die Preisfrage, in welcher Reihenfolge starten wir das jetzt? Wenn ich jetzt den Server oder den Sender starte, dann ist das Paket wieder ungehört verhallt. Also muss ich jetzt eigentlich als erstes den Receiver starten, dass der jetzt wartet. Und dann gucken wir uns dann damit auch das Verhalten dieser Receive-Methode an, die ist nämlich blockierend. Also starten wir das mal. Und zwar diesmal, muss aufpassen, dass wir den richtigen starten, den Receiver. So. Das müsste jetzt irgendwie Starting Daytime Receiver auf der Konsole kommen. Das kommt hier auch, Starting Daytime Receiver. Und Sie sehen hier an dem Konsolenfeld, der empfängt noch nichts. Also irgendwo hängt er, also wahrscheinlich hier in der Receive-Methode. Und jetzt wartet er drauf, dass irgendwer ihm mal was sendet. Also der ist jetzt so in diesem Kein Schwein ruft mich an-Modus sozusagen. So, und wenn wir jetzt den Sender starten, dann, das heißt, der packt ja die aktuelle Uhrzeit in ein Paket und schickt dem das dann. Und wenn der das geschickt hat, sollten beide Prozesse eigentlich terminieren. Probieren wir es aus. Das heißt, jetzt schickt der Sender dem Empfänger was. So, jetzt sind beide Prozesse terminiert. Das heißt, hier sagt der Build successful, Task Execution finished, Date Time Sender Main. Das heißt, der hier ist. Der ist terminiert, hat also sein Paket losgeschickt. Und wenn Sie uns den Receiver mal anschauen, der sagt jetzt hier Datetime Receiver Main, sagt er hier Starting Datetime Receiver und sagt jetzt hier Info Received dieses Datetime Paket. Und genau das müsste eigentlich hier zu dem Code passen. Er kriegt also ein Paket dazu. Da ist irgendwie die aktuelle Uhrzeit drin. Und die gibt er auf der Konsole aus. Also was wir jetzt gesehen haben, ist eine einfache Datenübertragung per Datenpaket von Sender zu Empfänger. Und wir haben auch ein bisschen das Verhalten gesehen. Senden blockiert nicht, weil dem das wurscht ist, dass er, ob das nun jemand empfängt oder nicht. Empfangen blockiert natürlich, also das Receive blockiert so lange, bis eine Nachricht angekommen ist. Also wenn Sie das irgendwie einbauen wollen in Ihr Programm, muss das sozusagen dann in einen eigenen Thread raus, dass Sie das im Hauptprogramm nicht ausbremst. So, um vielleicht nochmal kurz die Symmetrie zu zeigen, bauen wir noch eine Kleinigkeit ein und dann lassen wir es dann dabei bewenden. Ich würde jetzt dem Receiver noch die Möglichkeit geben, dass der ein Acknowledge zurückschickt, damit Sie auch sehen, dass ich das jetzt wirklich symmetrisch verwenden kann. Und dass es sozusagen keine Input- und Output-Streams sind, sondern dass ich immer eigentlich ein neues Paket erzeugen muss. Das heißt, das würde ich jetzt hier nochmal kurz dazu bauen. Ich würde sagen, Datagram Packet to Server Service gleich New Datagram Packet und dann kriegt er von mir aus ein Acknowledge.getBytes, Acknowledge. Könnte man auch schöner programmieren. Punkt Length. So. Und das schicken wir jetzt an. Sonst kommt es ja wieder nicht an. Jetzt müssen wir sozusagen wieder den Service adressieren. Das heißt, hier sage ich jetzt INET-Address, getLocalhost, der Port war, hier sind wir bei 1026, der Service hatte 1025, wenn Sie sich noch erinnern. Und das Ding schicke ich jetzt los mit peer.send to Service. Wenn wir das Programm jetzt wieder starten, wird eigentlich, werden Sie kein verändertes Verhalten sehen, weil also der denkt sich das Acknowledge aus, schickt das zurück an den Service, aber der Service ignoriert die Sachen. Also ich habe ja in den Service hier, also in den Sender, kein Receive eingebaut, also wird er jetzt Acknowledge verhallen. Wie gesagt, man könnte jetzt hier bei Peer auch ein Receive dran bauen und dann sozusagen so ein Ping-Pong-Spielchen implementieren. Das spare ich jetzt, aber ich glaube, das Wesentliche ist jetzt gezeigt worden. Ich glaube, Sie haben es gesehen, wie man mit Datagram Sockets und Datagram Packets programmiert. Eine höhere Magie steckt nicht dahinter. Wie gesagt, und Sie sehen hier eigentlich sehr gut in dem API gespiegelt die Eigenschaften von UDP, diese paketweise Kommunikation und diese Gleichberechtigung der Peers, die miteinander kommunizieren. Danke, dass Sie zugehört haben. Und damit ist es dann für diese Woche auch vorbei mit den Videos.